Gestern die Nachricht erfahren, dass Deutschland jetzt Kampfpanzer schickt, und dann denkt man sich, noch schlimmer kann es ja kaum noch werden, und wird am nächsten Tag schon eines Besseren belehrt. Ich muss ja mittlerweile wirklich sagen, da sitzen Wahnsinnige in Regierungsverantwortung. Da gibt es gar nichts mehr anderes, was man sagen könnte. Die sind nicht mehr ganz dicht. Es passiert gerade genau das, was ich gestern schon gesagt habe. Es passiert alles stufenweise. Es wird immer noch einer draufgesetzt. Seht euch die folgende Aussage von Annalena Baerbock an und dann sagt mir bitte, dass das keine direkte Kriegserklärung an Russland ist. We are fighting a war against Russia and not against each other. Thank you. Also ich weiß nicht, wie es euch da so geht, aber wenn ich das so höre, dann gibt es für mich da nicht viel Interpretationsspielraum. Das ist klipp und klar, diese Aussage, wir kämpfen einen Krieg gegen Russland, ist so deutlich und so eindeutig, da gibt es eigentlich nicht viel hineinzuinterpretieren. Und das ist ja nicht irgendjemand, der das sagt, das ist ja nicht irgendeine grüne Abgeordnete, wo man vielleicht noch sagen kann, lass sie doch spinnen da in der hintersten Reihe des Bundestages, lass sie doch reden. Das ist die deutsche Außenministerin. Wenn die so etwas sagt, dann hat das Gewicht. Die muss ja wissen, was sie da tut, oder vielleicht weiß sie auch nicht, was sie tut. Mittlerweile ist ja alles möglich in diesem deutschen Land, in dieser deutschen Politik, in dieser deutschen Regierung. Es ist ja wirklich, mir fehlen die Worte mittlerweile. Ich weiß wirklich nicht mehr, was da abgeht. Ich weiß nur, dass hier Wahnsinnige am Weg sind und am Berg sind. Und ich habe persönlich nicht gewusst, dass Deutschland und Europa mit Russland direkt im Krieg ist. Ich habe gewusst, dass es ein Stellvertreterkrieg ist. Ich glaube, das war uns mittlerweile allen klar. Aber diese eindeutigen und deutlichen Worte sprechen doch Bände. Sie hat das im Europarat gesagt. Sie hat gemeint, in Europa soll sich nicht jeder gegenseitig irgendwie die Schuld zuschieben, wenn es um Waffenlieferungen geht und so weiter und so fort, sondern man kämpfe hier gemeinsam einen Krieg gegen Russland und müsse daher zusammenhalten. Also ich bin wirklich fassungslos mittlerweile, was hier passiert. Jeden Tag noch einer drauf und noch einer drauf, und dann fragt man sich, was passiert morgen eigentlich wieder für ein Wahnsinn. Und jetzt bleibt nur noch die große Frage, wie ist das jetzt rechtlich? Wenn eine Außenministerin ganz offensichtlich einen Krieg erklärt, befindet man sich dann schon im Kriegszustand, oder kann man da vielleicht noch sagen, die Verantwortung liegt beim Kanzler und die Außenministerin hat einfach nur irgendetwas dahergeplappert, um gut dazustehen und um sich beliebt zu machen unter ihren Kollegen? Ich weiß es persönlich nicht. Ich bin gespannt, was da herauskommen wird. Aber diese Worte, die sind ja fast noch gefährlicher als schwere Panzerlieferungen. Und ganz ehrlich, wenn das so weitergeht, dann sehe ich hier nicht sonderlich viel Licht am Ende des Tunnels. Und diese Wahnsinnigen, die sollte man jetzt so schnell wie möglich absetzen von ihren Positionen, die sie aktuell innehaben. Aber da sehe ich ehrlich gesagt auch schwarz in nächster Zeit. Jetzt würde mich noch von euch interessieren, was sagt ihr denn zu solchen Aussagen? Und denkt ihr, das hat weiteres Eskalationspotenzial? Wie gesagt, das ist nicht irgendjemand, der das sagt. Und sie hat es auch nicht irgendwo gesagt, sondern im Europarat. Das heißt, das ist durchaus etwas, was Gewicht hat. Bitte sehr gerne in die Kommentare schreiben und denkt ihr auch, dass vielleicht jetzt langsam mal irgendetwas anfängt, da oben im Oberstübchen zu rattern bei den meisten Menschen da draußen, dass sie endlich einmal verstehen, dass das kein Weg sein kann, den man gehen möchte, wenn man sich mit hineinziehen lässt in einen Krieg. Also ich meine, deutlicher und offensichtlicher geht es nicht. Das ist so unfassbar gefährlich und die spielen hier mit allem, was wir hier Gutes haben in unseren Ländern. Bitte sehr gerne in die Kommentare schreiben eure Meinung. Ich bin schon sehr gespannt darauf. Ansonsten wünsche ich euch trotz der Umstände wie immer alles Gute. Abonniert mich noch gerne hier auf YouTube, schaut unbedingt bei Telegram vorbei und wir sehen uns spätestens beim nächsten Mal wieder.